Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen verbuggten Aufnahme Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2013. Und Jonas hat eben gerade verzweifelt versucht, hier hochzukommen auf das Bienenhaus, was bei Ihnen nicht geladen ist. Und ja. Bei dir geladen? Ja, ich sehe es. Ich stehe mit dran. Ich sehe auch dich, René, und ich sehe auch den Jonas. Und ja, ich sehe gar keinen. Ich sehe kein Bienenhaus, ich sehe keinen Mike und ich sehe auch keinen Jonas. Ich sehe kein Bienenhaus und ich sehe keinen Mike, aber René sehe ich. Das ist auf jeden Fall schön verbuggt. Ich gehe direkt mal hier und so aufsammeln. Müssen wir überhaupt machen? Ey, das tue ich schon. Nein. Finger weg. Wo auch immer du bist. Achso, ja, ich hab ja letztes Mal hier mit dem schönen Mähdrescher aufgehört. Fühlt sich irgendwie so geistermäßig an. Weiß ja auch nicht. Nee, also ich mache jetzt hier Dingsbums und so. Ne, ja, ich fahr jetzt weiter mit dem Mähdrescher das Zeug zur Gaststätte. Mit dem Mähdrescher? Achso. Ja, ich hab mich da letztes Mal festgefahren. Ja, ja, da war ja. Hä, warum wird das jetzt nicht aufgesammelt? Achso, ich sollte natürlich auch... Das ist normal, dass hier in diesem Schuppen nur zwei Trecker stehen, also der Unimog und der MB-Truck. Könnte schon sein, keine Ahnung. Habe ich noch nicht geguckt, musste mal durchtappen. Weil jetzt bring ich erstmal die Eier weg. Okay, viel Spaß. Also ich sammle das jetzt erstmal auf, hier wie wir es letzte Folge gesagt haben. Nächste Folge sammle ich das hier auf, ne, und so. Und Baum und so. Und ist klar, ne, und so. Achso, ich hab das ja geschwadet, ne? Oder hast du es geschwadet? Nein, du hast das geschwadet, ja. Ich wollte nur gerade mal, genau, wir machen jetzt hier mal Missionen alle 20 Minuten, ja. Pflanzenwachstum normal. Nee, waren aber heute nur 50 Minuten. Ja. Ja, der René ist nämlich ganz schön müde. Hehe. Was ja. Macht ihr denn auch falsch? Warum müsst ihr denn am Wochenende so früh aufstehen? Was ist mit euch nicht richtig? Ja, sag was ist mit unseren Eltern nicht richtig? Frag das mal. Mit meinen Eltern? Frag meinen Bruder. Also ich kann morgen früh schön ausschlafen. Ja, ich nicht. Danke. Soll ich euch da mal anrufen, wenn ich ins Bett gehe? Also ich kann dich ja mal anrufen, wenn ich aufstehe. Ja, okay, dann warte ich, bis du aufstehst und kehre dann ins Bett. In Ordnung? Ja, toll. Mike, ich weiß nicht, ob ich um 5 Uhr noch bin. Tja. Müsste man morgen ziemlich früh aufstehen, aber... Ach, kannst auch einfach durchmachen. Ah, nee. Wieso nicht? Ich weiß noch nicht. Durchmachen ist doch cool, was hast du denn? Das kommt nicht gut, wenn ich beim Erste-Hilfe-Kurs einschlafe. Nicht? Also so haben wir das im Bundestag auch gemacht. Als wir in Berlin waren, im Bundestag, habe ich auch geschlafen. Ja, ich habe ihn angeschrieben, weil wir auf einmal am anderen Ende von Berlin waren. Ja. Und Jonas, ja genau, Jonas ist, und so, die sind mit der Bahn irgendwie quer durch Berlin gekurvt und sind irgendwo hingekommen, weil die eine komische App hatten, die nicht funktioniert hat. Das war Google. Nein, also, das war nicht Google. Max hatte da irgendwas anderes. Ich habe Google benutzt. Nein, das war Google Maps. Nein, das war nicht Google Maps. Max hat mir extra was anderes gezeigt. Also er hat gesagt, er hätte das mit Google Maps. Nein, hat er nicht. Jonas, erzähl keine Kacke. Mike, ich komme nicht zurück. Ich bin zu fett. Also ich komme nicht durch die Stadt mit dem Mähdrescher. Das Dämliche ist warum fährst du denn noch immer durch die Stadt? Das ist ein 16-stündiger Kurs, aber du kannst da eh nicht durchfallen. Ob du da pennst oder nicht, das ist egal. Du musst nur den Leuten ein paar Rippen brechen und dann ist alles gut, ne? Ui. Ja, ich breche der Holzpuppe ein paar Rippen. Ja. Oder was die da auch immer für eine Puppe haben. Mike, kannst du mir helfen? Nee, kann ich nicht. Ich muss mich gerade aufsammeln und so. Ich tapp dich einfach mal in den Mähdrescher. Du bist doch bestimmt da unten bei dieser Gaststätte, oder? Nein, ich bin bei der Stadt. Jonas, wenn du weißt, dass du nicht durch die Stadt durchpasst, ja, ich hab's dann, ja warum erst fährst gemerkt, du denn da durch? Ich hab's ja erst gemerkt, als ich festgesteckt hab. Übrigens, ich wollte nur mal so sagen, das ist eventuell auch gar keine so gute Idee, mit dem Mähdrescher die Sachen wegzubringen. Ja, wenn keiner Zeit hat, wenn alle irgendwas anderes machen müssen, ey. Ja, ich meine, du kannst ja natürlich auch so ganz banal da einen zweiten Trecker hinstellen und dann... Nein, ich komme mit dem Unimog, ich seh dich da unten. Auch wenn ich dich nicht sehe, aber ich sehe den Dings. Also ich hab einfach mal die Map offen. Das heißt, man sieht so, was ihr da für Kacke macht und wie ihr euch festrammelt und so. Ich sehe dich hier auf der Karte, René. Ich sehe Jonas seinen Namen! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na toll. Mike! Hast du dich jetzt ernst? Oh ne. Doch. Und ich sammle auf und so.
seit wann ist eigentlich dieses komische Ding da vorne verbuggt, diese komische Walze von dem, warte, ich komm weg. Welche von diesem, komische Walze? Ja, von dem Mähdrescher dieses... Die Walze. Die Walze. Ich komm grad nicht drauf, wie das Ding heißt. Du meinst Jonas, eventuell das Mähwerk? Du kommst da irgendwie nicht durch. Ja, ich probier gerade rückwärts zu fahren. Rückwärts nix geht. Oh, ja, das merke ich auch. Also ich dachte eigentlich schon in Mathe... Eine Rolle und dann geht's weiter. Ich dachte eigentlich schon so Längenberechnung bzw. Volumenberechnung und sowas hätten wir in Mathe schon gehabt, aber anscheinend ist hat Jonas da geschlafen oder sowas. Weil ich meine, wenn da zwischen Haus, also zwischen einem und dem anderen Haus ein Meter Platz ist und Jonas Mähdrescher schon 2 Meter breit ist und dann da durch das Mähwerk nochmal irgendwie 12 Meter dazukommen... Und er meint, der kann da durchfahren, dann ist das so irgendwie eine Fehlberechnung und so. Ja, ich hab gedacht, das passt. Und dann habe ich Gas gegeben und dann habe ich jetzt steck ich fest. Oh ja. Mann. Da habe ich halt einen falschen Wert eingesetzt. Komm, Jonas, wie viel? Ja. Oh. Da musst du halt X richtig definieren und so. Ja, ist wie halt viel nicht so soll einfach. Ich dir denn helfen? 5%. Bam! Einmal rumgedreht und alles ist in Ordnung. Ganz toll, René. Mike, tapp dich mal kurz in den Mähdrescher. Ich helf dir, Leute. Warum habe ich gerade das Snipeback weggeschoben? Jonas, wie kannst du denken, dass du hier durchpasst? Das sieht doch ein Blinder, dass man da nicht durchpasst. Bist du denn eigentlich blöd? Ja. Aber ich sehe euch jetzt da drin sitzen, in den Mähdrescher. Ich habe Mike eben auch gesehen. Aber nur eine Figur und keinen Namen. Sag ich doch, dass das geht. Ich sehe Namen und Figur. Mike. Ja. Ja. Jonas, Entschuldigung. Wieso? Ich habe da so ein Problem. Ich sitze in dem Mähdrescher. Ja, ich sehe es. Deswegen ja. Ah, du hast hinbekommen. Gut. Ach so. Achso, ich wollte noch mal kurz was gucken. Och, Jonas. Ich hab... Och, Mann. Irgendwie, Mike. Irgendwie diese, ich möchte nicht der Besitzer von diesem Haus sein. Ich möchte kein Schneidwerk im Dach stecken haben. Wieso denn nicht? Also ich finde das schön. Mike, wir brauchen mal ein bisschen Hilfe hier. Ja, okay, ich bin gleich fertig. Ich bring das jetzt nur noch kurz zur BGA. Und sammle das fertig auf. Warte, ich mach das jetzt mit Schwung, pass auf. Ach du Scheiße, mit Schwung. Ach du ja, Scheiße, das kann ja werden. Ja, ich steck hier ein bisschen fest. Auf Jonas irgendwie so, weißt du? Dani würde jetzt wieder... Ich stecke auf dem Haus und unterm René fest. Dani würde jetzt wieder komisch denken. Entschuldigung. Ja, höchstwahrscheinlich, ne? René, bleib einfach so stehen, da hat der Mike auch was davon. Scheiße, das hat nicht alles gepasst. Oder? Oh, oder? Ja, ich hab Glück auf. Oder? Ey, cool, oder? Es hat fast geklappt. Nee. Wie kann okay, man also denn ein bisschen was liegt noch hier rum. Wie kann man denn auf so einem komischen Stangending da feststecken? Das ist eine gute Frage. Ich habe aber Angst, dass ich, wenn ich das Schneidwerk abhänge, das nie wieder dran kriege. Du musst es ganz schnell machen. So, jetzt laden wir hier mal ab. Hab ich. Achso, hier, selektiere den Anhänger. Ja. Ja. Fahren wir hier mal so ein bisschen vorwärts, wie man das so macht. Oder, ja, der war fast erfolgreich, oder? Ach, dann hat der Mike auch noch was von. Warte. Ich fahre jetzt hier erstmal noch fest, weil ich ja, also ein bisschen verdichten, weil ich meine, was ihr da so macht, das will ja niemand sehen. Ich bin schon mal weg, ne? Ich meine, es soll ja auch teilweise so aussehen, als würden wir hier was Produktives machen. Versuch du mal den bitte da rauszukriegen, ich krieg das nicht mehr. Ja, warte, ich komm ja jetzt. Ja, ich geh weg, ich versteck mich hinterm Haus. Ach, das hilft dir auch nicht. Das hilft dir auch nicht, der René kommt auch durch Häuser rein. Nein! Ganz toll, ey. Bin ich nicht lustig? Ich bin Beifahrer. So, jetzt wartet. Ich komme. Nö, jetzt bist du Fahrer. Jonas, was hast du denn hier schon wieder gemacht? Das ist ja total festgefahren. Wer hat denn das, Mann. Den Unimog da drunter geschoben? Guck mal, da, mit Schwung kommt man da weg. Hast du gesehen? Was zum Teufel macht ihr da? Hier, lasst mich mal kurz durch.